Also, okay, es stimmt ja, anscheinend alles. Okay, es geht los. Lylat. Lylat? Losers Finals. Repos gegen Robin GG. Okay, okay, doch nicht Lylat. Ich hätte gerade schon kurz... Ja, wir können anfangen. Passt. Ich dachte gerade schon, die wollen auf Lylat starten, das... Das war ja selbstverständlich. Nein, das waren jetzt zum Glück ja alle. Okay. So, Rosalina gegen Peach. Wie immer, keine Ahnung vom Matchup, ne? Auf jeden Fall zwei Mario-Charaktere, das ist schon mal sehr interessant. Ja, Luma ist halt, ein richtiges Hindernis, ne? Peach auf jeden Fall Probleme halt zu erforschen. Ja. Ich glaube, sie muss riesige Hitbox. Oh, sehr Luma ist schon mal weg. Mit Forward Air ist echt gut dafür. Sehr stark. Aber ich glaube, um Luma wegzukicken, muss Luma erstmal 14% nehmen und erst ab dann kriegt Luma richtig Knockback. 14-13%, glaube ich, war das. Die Forward Air sitzen halt trotzdem mit. Forward Air ist halt so, ne? Jointed. Da kann man ist auch beim Neutral Air. Aber das Neutral Air verwirrt mich immer voll, weil das geht so nach oben. Alter, schon wieder sofort weg. Ja, echt gut. Ich glaube, der ist Timing down. Ja, fischt schon nach dem Forward Air so ein bisschen. Aber bei 35%? Ja, das ist Neutral Air, ne? Luma ist wieder da. Die Jab und Neutral Air von Luma sind halt echt stark. Das Abi? Das Abi kam gerade komisch. So kann man Luma auch loswerden, ne? Ja, einfach mit dem Abi. Also er weiß auf jeden Fall, wie das geht. Benutzt alle sein ganzes Arsenal, Luma loswerden. Knapp. Gute DI. Schön nach rechts, halt. Nicht ganz. Vorsichtig sein. Anscheinend kann man downhill mit Absmash oder Shield. Man kann irgendwie. Der Absmash bei, oh, ich hab den gerade schon den Side-B von der Konsole gehört. Das war gerade so was. Der Absmash von Rosa Luma ist ja sehr, sehr schnell. Also oh, genauso ja. Schnell wie die. Oh, sehr nice schön Attacks. Wow, sehr gute Attacks. Getaggt hat. Ist dann, glaube ich, beide getaggt einfach. Wow. Wobei, nee, an sich muss ja Rosalina nur getaggt haben, weil. Die Traps Peach hat ja eine Hitbox beim Bekommen und Luma nicht. Rosa. Also sagen, Jab. Abtilt. Ja. 69%, kann man nichts machen. Da. Wird ja, mich jetzt. Okay, jetzt. Okay, jetzt Luma ist weg. Luma ist weg. Oh, ganz mal krass. Jetzt schön. Irgendeine Combo into Forward Air, vielleicht Neutral Forward Air, Combo das? Ich weiß es nicht. Oh, Downtilt? Boah, diese Downtilt Footstool-Locks, aber ich glaube, das geht bei diesen Prozent nicht mehr. Downtilt zu Up-Air ist, glaube ich, jetzt. Up-Air? Ja, das war noch probiert. Ja, aber Up-Air killt nicht. Die Kill-Moves von Peach sind ja, die haben vorhin gesehen, der Backthrow. Counter wurde nicht gepunished. Interessant. Luma ist halt. Neutral Air of Shield ist ja. Rosalina Luma ist ein Charakter, die drücken nie zuerst Knöpfe, die warten, bis sie approachen und dann punish du. Und halt baiten quasi die Approaches dadurch, dass sie halt Luma haben. Und mit dem Side-B gerade auch von Luma. Ja, Rosa Luma. Auch sehr stark. Der einzelne Hit auf Luma. Jetzt Forward Air? Ja, er fischt danach, ne? Ja. Aber Robin hat Probleme auf jeden Fall. Aber er ist sehr gut beim Luma wegkriegen. Muss man sagen. Die Forward Airs sitzen zumindest bei Luma. Gegen Rosalina jetzt nicht so. Dash Attack ist auch so nervig, ne? Von Luma, Rosa Luma. Ja. Irgendwie mit den sämtlichen sehr schnell, Hits. Zwei Hits. Ja. Ja. Killen. Und noch ein bisschen. Oh, guck mal, die. Aber. Er kann die Forward, er ist echt gut aimen, das kriege ich nicht hin, wenn ich beache. Ja, oh, der Absmash, der kommt echt schnell raus. Und er ist stark. Er hat eine Bombe. Oh. Er hat eine. Aber die killt nicht bei 0%. Das hätte er später gebrauchen können. So bei 40 oder so? Ja. Kann man sich auch schnell selbst noch umbringen als Peach. Oh ja. Wenn man es nicht merken, wie es lange gehandelt. Sehr gutes Timing mit dem Neutral Air da. Repos sucht schon nach so ein bisschen nach dem Up-Airs von Luma. Einfach so für diese Rankles. Ja. Repos wurde noch nicht von einem Downtilt getroffen. Ja, aber Downtilt ist schwer zu treffen, weil Luma ist im Weg. Nur als Punish. Und als Schild. Aber Repos lässt sich ja nicht punishen. Er lässt sich nicht punishen. Sehr safe. Oh ja. Sehr safe. Gibt auch immer Robin tatsächlich recht viel Stage Control, sobald er mal da ist. Aber sobald Robin offstage ist, nimmt er die ganze Stage Control wieder zurück. Ja, sehr schön. Oh nein. Hätte das B reversed, dann wäre nur der erste Hit gewesen, das hätte vielleicht gekillt. Wahrscheinlich hat der übertriebene Jank. Das so die Alt, dass er das Mix-Up ist. Hätte nicht B reversed müssen. Ja, aber hätte er B reversed, dann hätte er gewonnen, weil das ist ja irgendwie so ein. Der erste Hit von Multi-Hits in der manchmal Richtung. Oh, das war sehr knapp. Der Forward Throw ist tatsächlich ein Kill-Move, was ich irgendwie nicht verstehe. Nicht der beste, aber die Shield-Pressure mit Luma, ne? Sehr stark. Oh, getradet mit dem Regenschirm. Halleluja.
Glück gehabt. Ich glaube, hätte er nicht das Fadeback gemacht, wäre gestorben. Und das war's. Ja, das war's. Aber 180% oder was das war? Nur für Repos. Ergebnis? Ja. Er hat es eben hast nicht. Du richtig gemacht? Ja. Er hat es eben nicht B-Reverse, glaube ich. Er hat's, ja, genau. Deck. Genau, aber er hätte es B-Reverse müssen, genau damit so nur der erste Hit trifft. Sorry, und dann hätte er das Game genommen. Mal sehen, wo es hingeht. Ich hoffe, sie haben Lighted gebannt. Keiner mag Lighted, ne? Smash statt. Smashville klingt einfach viel besser. Ja, belegen noch. Haben sie irgendeinen Charakter geswitcht? Nee. Ja. Smashville. Jetzt geht's. Die favorite stage of everybody. Echt so. Vor allem für Schickspieler. Ja, gleich schon mal nach dem Stitch wird irgendwie für Stitch Face fischen. Ja. Mit dem Side-B gleich nummerlos geworden, sehr gut. Oh, die. Die Shield Pressure und dann mit Neutral Air, als er Shield gedroppt hat. Die Abwehr. Der Abwehr sieht von Peach sieht einfach witzig aus. Dieser Ringbogen. Sehr schön, dass er mich reinspielt. Hast du den Ledge Cancel gesehen vom Side-B? Godlike Spacing, sag ich dir nur. Oh, Throwback. Aber wegen Luma. Luma kann nach dem Tor direkt im Angriff. Oh, unfortunate. Ah, sieht auf jeden Fall jetzt gut aus für Robin, ne? Was ich öfter sehe von Robin ist, dass er offstage gleich Bowder macht. Ja. Und double stage, ich weiß nicht, ob das. Aber es ist halt eine Disordered Hitbox, ne? Aggressiv. Ist halt. Es ist ein recht safe. Hat zwar einen hohen Endlag, aber oh, es sehr ist. Sehr schön. Und Donny? Er hat einen Down-Tilt destructed, der irgendwie. Vielleicht war es ein bisschen gut. Alter, guck, wie gut er Luma wegkriegt. Das ist doch nicht. Wow, sehr hohe. Boah, wow, wollte auf jeden Fall Stage spiken. Sehr viel Druck auf. Lepus gerade auf jeden Fall. Jetzt gerade wieder nicht mehr. Ja. Oh, ja. Oh, schade, er hat die Fast-Fall. Oh, der Attack! Der Tech auf dem Downtilt. Sehr schön. Das macht man, kann man echt schlecht aus Reaktion machen. Normalerweise sind wir halt schön. Hat er mir vorhin gesagt. Alles gemerkt. Er gibt ihn nicht. Ja, schön am Floaten. Oh, überlegt ein bisschen, was er machen soll. Er hat den Lead, also er kann sich Zeit lassen. Schön 4 Minuten 13 Punish. Timeout, habe ich gehört. Kein ernster Punish. Das Side B. Side B. Hat aber leider nicht Luma getroffen. War eigentlich nicht. Luma ist schon wieder schön. Weg. Sehr gut. Mit einem Forward Air. Ich glaube, 60% der Forward Airs gehen einfach nur gegen Luma. Boah, das killt jetzt schon fast. Das war Mitte der Stage. Ich denke, an der Kante würde das jetzt schon killen. Mit dem Rage. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus für Robin. Er muss nur. Sehr ja, gut. Sehr der Forward Air hat gesessen. Forward Air von der Kante. Unerwartet. Killt sogar über die ganze Stage. War ein gutes Mixer. Das hat er sonst nicht gemacht. Nee. 1-1. 1-1. Läuft schon mal besser als das Match gegen Metan halt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber war halt auch ein SD dabei, ne? Glück für Robin. Deine Lieblingsstage? Keine Plattform? Kein Problem. FD? Ja, keine Plattform, kein Problem. Hast du gesehen, er hat den, glaube ich, gerade kurz gesiedroppt und sofort wieder aufgefangen. Klar, die Ledge kennt das. Side-B gespammt an der Kante. Ja, schön im Luma, also vielleicht Luma das, ja. Dann ja, es ist inzwischen zu so obvious. Oh, schade, aber guter Airdrift von. Hard Read auf jeden Fall. Einfach schon wieder so losgeht mit den Up-Airs, ne? Ja, aber das. Aber er kann floaten, dann fällt er nicht und dann. Und dann auf ihn hören. Versucht schön nur. Oh, Luma ist weg. Er hat beide getroffen vor allem. Also nochmal schön Prozent dazu. Wow. Oh. Nicht kein Tag. Oh, sehr knapp, sehr knapp. Traurig. Hat die Kante schon gerochen quasi. Ja, so. Oh, Forward Air. Ah, leider gemisst. Ja, Luma ist weg. Schön. Aber Luma hat schnell Schaden gekriegt gerade. Und der Bee. Downtilt. Boah, wie er das tackt. Wow. Das ist echt. Attack auf den Downtilt. Sehr schwer zu machen. Jetzt kommt wieder die Wand aus Luma. Oh, ja, gewollt, die Luma. Ja. Oh, jetzt kommt der Abwehr. Wow, krass. Boah. Gut dran vorbeigekommen. An der Kante. Als ob Robin wusste, was und der Donner. Der Footstool. Oh, und der Tech. Boah, oh, nicht getaggt. Nicht von ihm.
Ja, aber er überlebt das. Er hat den Float und der Upbeat reicht halt auch sehr weit. Ah, der Jump hat auch nicht geklappt. Und F-Tilt. Sehr boah, Luma deleted, Mann. Luma ist deleted. Up Smash. Classic. Recht safe auch. Sehr gutes Anti-Aerial. So, wenn es Robin jetzt. Zurück ins Nüfer auf jeden Fall. Ist ein Fold? Ich dachte kurz, dass er ein Backer ist. Hat irgendwie nicht gepasst. Leicht. Der ist in die andere Richtung gegangen. Hat Rosaline gerade sehr die Skip, die Dings gefallen? Jump Read. Hm? Ich glaube, Repos hatte gerade die Rübel gefangen. Oh, das war. Boah, knappe Sache. Wie er das einfach raus. Das war echt. Boah, der Downbeat. Oh, ärgerlich. Das hätte gekillt. Die Dash Attack hätte gekillt. Der Downbeat von Rosa kann schon ziemlich komischen Scheiß machen. Luma aber du musst nicht so. Luma, wie gesagt, Luma braucht erst 14%, um richtig Knockback zu kriegen. Oder muss es halt ein hoher Knockback-Move sein? Wie halt der Forward Air. Genau der. Downtilt? Das war ein Downtilt. Der ist so hoch gegangen. Ja, Repo springt sehr häufig. Ja, jetzt versucht er mit dem Back Air zu spacen. Und jetzt wieder die Jabs mit Rosa, mit Luma. Warum verwechsel ich die beiden die ganze Zeit? Tu wie won, ne? Was ist ein Back-Air? Sehr safe gespaced. Ein Back-Air auf jeden Fall. 2-1 für den Robin. Sehr safe gespielt am Ende, sehr schön. Oh ja. Oder stimmt das hier mit dem Player 1 und Player 2 eigentlich? Oder er ist... Ich glaube, die Facecam stimmt nicht bei einem mit dem Namen. Diddy Kong. Diddy Kong. Stimmt, er spielt auch Diddy Kong. Ja, wir können halt nicht viel über das Matchup sagen, ne? Wir haben jetzt nicht so die Erfahrung. Hast du mal Peach gegen Diddy Kong gespielt? Bestia, also ich würde sagen, das ist nicht so gut für Peach. Aber Rosa ist halt auch hoch im Arzt hier, ne? Aber hier. Die Banane bringt halt nicht viel. Er muss halt, die Landings Robin catchen. Landet nicht. Ne, aber er muss halt irgendwann so landen. Irgendwann ist der Float weg und dann kann Diddy Kong richtig schön Banane, ja, Neutral Air, Back Air, Grab, alles. Ja. Das Neutral von Diddy Kong ist sehr, viel Pressure drauf. Sehr amazing. Etwas. Oh, schon wieder die Rolle rein. Ich glaube, das war ein kleiner Miss-Input. Weil er hat die Banane getroffen oder er hat nicht richtig drauf reagiert. Zumindest hat er auf jeden Fall nicht danach gegrabt oder irgendeinen Punish dafür gehabt. Die Banane. Boah, der Foe, der war knapp daneben. Die Peanut. Er steht 2-1 für Woman. Mhm. Ja. Ich hätte nochmal jumpen müssen. Oh. Ah, Dash Attack. Kleiner Missing. Aber kein Air Dodge. Kein Air Dodge. Ist erst zu Weihnachten. Von nur. Ein Spiel für Robin. Oh, der Uptilt. Und dann ist er in den Grand Finals. Der Uptilt ist erstaunlich stark mit Diddy Kong. Das wundert mich immer wieder. Und soweit 20% Combo, der sogar in sich rein. So von 20 bis 40, glaube ich. Oh. Zeit gehabt zu airdodgen. Ich dachte mir, das wäre cool. Ah, wahrscheinlich wegen dem Rage war es nicht mehr. Minimal Rage, aber es macht was aus. Sehr schön, jetzt gut so. An die Kante gegriffen, sehr safe. Oh, Up Smash, gut geschildert. Das war auf jeden Fall ein harter Read, auf jeden Fall mit dem Up Smash. Und Robin. Ich hab's eher einen Downer gerade, aber ich den Forward. Da kommt er jetzt langsam raus. Das Ding ist. Ist eine Wand aus Banane und. Repos lässt ihm nicht viel Stage Control. Ja. Repos hat die ganze Zeit die Stage. Popcorn wollte ich schon sagen. Popcorn. Und Banane. Popcorn-Erdnüsse auf jeden Fall. Ja. Wie kommst du jetzt auf Popcorn? Hast du Hunger oder was? Ich hab richtig Hunger, Alter. Ja, ich auch. Ah, ärgerlich. Der Backer hätte gekillt, aber. Zu. Gute Recovery auf jeden Fall von beiden. Oh, die Banane? Ah. Oh, gut gespielt. Die Banane, Alter. Genau an der Kante getroffen.
Er hat uns aufgehoben. Er nimmt das Popcorn in die Hand. Oh, ja, das ist nicht mehr schuld. Das ist 124%. Ja, ist halt ein 50-50, ne? Aber hätte er nicht geerdet, wäre er gestorben. Man hat's gesehen, Robin hat es halt gegreedet, aber er war ein bisschen zu spät. Er hebt die ganze Zeit die Erdnuss auf. Sehr schön. Nicht die Popcorn, die Erdnuss. Die Erdnuss? Dem Erdnuss? Der ist Erdnuss? Gute Idee, er hat's erwartet. Aber was passiert? Hätte gekillt mit dem ganzen Rage. Jetzt ist er wieder sehr safe mit Backer. Es ist halt echt gerade eigentlich ziemlich even. Dieser Stock noch. Das und Robin ist im Grand Finals. Das wird nichts, das wird nichts. Sehr schön. GG Robin auf jeden Fall. Sehr schön. Spiel von Robin. Wollen wir nochmal schön auf 3 machen? Natürlich. 3.